Ich habe überhaupt kein Problem mit Reichen. Wollen wir nicht alle irgendwie reich sein? Das finde ich irgendwie völlig in Ordnung. Ich habe ein Problem mit denen, die so unanständig reich sind. Die, also wo wir jetzt über 100 Millionen, eine Milliarde reden. Nur mal eine Zahl zu nennen. Ich habe jetzt einmal zu viel das Wort Fleiß gehört heute. Das Beispiel Susanne Klatten, eine der reichsten Menschen in Deutschland. Wissen Sie, was die im letzten Jahr für einen Stundenlohn hatte? Stundenlohn? 1,1 Millionen Euro. Das hat nichts mehr mit Fleiß zu tun. Niemand kann so hart arbeiten, niemand kann so klug sein, dass er einen Stundenlohn von 1,1 Millionen Euro verdient. Das ist einfach nur noch unanständig und das ist leistungsloses Einkommen. Und deswegen finde ich, dass man da ran muss. Und das Geld hat sie ja nicht verdient, sondern das Geld kann sie ja nur aufs Konto kriegen, weil sie es anderen Leuten weggenommen hat. Weil sie zu niedrige Löhne gezahlt hat, weil sie zu hohe Mieten genommen hat und weil sie zu wenig Steuern gezahlt hat. Sie hat sich nicht genug an unserem Gemeinwesen beteiligt. Und deswegen finde ich das kein Neid, sondern die hat uns das weggenommen. Wir wollen das wieder haben. Herr Klamroth, nur mal angenommen, Sie kommen heute Abend nach Hause und die Gangsterbande hat bei Ihnen eingebrochen. Oh Gott. Mhm. So, sind Sie jetzt neidisch auf den Gangsterboss? Sind Sie neidisch auf den Gangsterboss, der Ihnen alles weggenommen hat? Nee, Sie sind wütend. Sie wollen das wieder haben. Und ich finde, das ist ein sehr gutes Gefühl, das die allermeisten Menschen in Deutschland haben. Sie sind wütend auf die, die hier leistungslos 1,1 Millionen in der Stunde kassieren und nicht mal richtig Steuern zahlen wollen. Und hier bricht alles zusammen. Das ist, glaube ich, das Ungerechte. Herr Vogel.